Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu mir geführt worden seid und schön, dass ihr mich gefunden habt. Für alle, die mich heute das erste Mal sehen, ich verbinde mich mit Seelen, das heißt, wenn du Fragen an deinen Seelenpartner hast oder an deine Seele oder an die Seele deiner Kinder, Eltern, Arbeitskollegen, Geschwister, Freunde, Nachbarn, dann brauche ich 3 Fragen, die du an seine oder an die betreffende Seele stellst. Ich verbinde mich dann mit der Seele, werde die Fragen der Seele stellen und werde das aussprechen, stelle mich als Kanal zur Verfügung und werde das aussprechen, was die Seele dir mitteilen möchte. Ich war auch 18 Jahre lang on-off mit dem Karl und wir sind seit knapp 2 Jahren wieder zusammen. Und wir haben auch unsere Herausforderungen gehabt und wir sind uns, wie wir uns begegnet sind. Da könnt ihr gerne, da werde ich ein neues Video machen, auch für alle, die ihr mich schon kennt. Dieser Vorspann wird es nicht mehr so lang geben, sondern eben nur noch ganz kurz, weil ich meinen Lebensweg, meine Lebensgeschichte in einem extra Video so grob unter jedes YouTube-Video stelle, sodass ihr es auch immer wieder für die Neuen, dass ihr das anhören könnt. Ja? Ich hatte auch viele, viele Süchte. Auch da könnt ihr dann auf meinem Lebensweg, habe ich alles beschrieben, könnt ihr gerne das Video mal anschauen. Ja? Okay, ihr Lieben, wie ihr ja im letzten Video schon mitbekommen habt, gibt es bei mir einige Veränderungen. Und eben, das ist die erste Veränderung, dass dieser Vorspann nicht mehr so lang ist, sondern eben nur ganz kurz. Und ich verweise dann immer unter meinem Video auf meinen Lebensweg, dass ihr da mal für die Neuen, dass ihr da mal einen Einblick habt. Ja? Und genau, das ist das eine. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich muss gestehen, ich habe heute Nacht fast gar nicht geschlafen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es ein paar auch so. Ich war völlig wie wach, also es ging einfach nicht. Ja, also habt ein bisschen Nachsehen, wenn ich jetzt ein bisschen, ja, nicht so zentriert in meiner Mitte werke, sage ich es mal so. Ja? Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was wichtig ist, auf was ihr achten sollt oder ja, auf was ihr achten dürft, wenn sich der Gefühlsklärer, euer Herzmensch, eure wahre Liebe immer mehr nähert und die Beziehung sich so ein Stück weit am Festigen ist und er immer mehr seine Masken fallen lässt. Wenn ihr ja schon so weit seid und der Prozess ziemlich am Ende ist und er spürt, er muss dieses On-Off nicht mehr haben, das heißt, dass du bei dir bist, dass du dich im Mittelpunkt deines Lebens gestellt hast. Früher war es ja immer so, wir haben ihn im Mittelpunkt unseres Lebens gesetzt und haben uns vergessen. Und der Prozess ist ja dann beendet, also so finde ich, so war es bei mir. Also dieser harte Prozess, dieses, dass wir erkennen, wer wir sind, wer wir nicht mehr sind, was wir wollen, was wir nicht mehr wollen. Wenn wir da sind, erst dann spürt er das ja und dann kann er ja auch bleiben. Ja? Und es ist eben dann das, wo sich die Beziehung immer mehr festigt. Er lässt seine Masken immer mehr fallen. Ihr kommt euch immer näher. Ja? Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr wirklich da schon ja, ziemlich gut bei euch angekommen sein müsst. Aber wie gesagt, das seid ihr ja dann auch, weil wenn sich sehr festigt, ist es ja ein Zeichen, dass ihr bei euch angekommen seid. So gut wie? Eigentlich schon. Also ich war angekommen bei mir. Ja. Jetzt gibt es natürlich Herausforderungen. Und das ist jetzt das Video, wisst ihr, es geht allgemein um die Liebe. Das kann auch sein, wenn du jetzt sagst, ach, das mit meinem Gefühlsklärer oder Dualseele oder ja, nennt wie ihr es wollt, ich finde diese Wörter nicht mehr so gut, aber ich muss halt ab und zu für die Neuen erwähnen, dass sie so einen Anhaltspunkt haben. Auch wenn ihr eine ganz neue Beziehung eingeht,
und ihr bei euch angekommen seid. Auch da ist es wichtig, weil sich da auch wieder unbewusst was einschleichen kann. Ja, alte Muster von euch, dass ihr wieder in was Altes rutscht und es gar nicht so merkt. Deswegen ist es egal, ob jetzt Gefühlsklärer, jeder, der merkt, er hat jetzt jemanden kennengelernt, ob er es ist in neuer Form oder ob es eine neue Liebe ist oder wenn ihr jetzt auch keine Liebe habt, aber ihr habt es im Hinterkopf, was ich euch jetzt sage. Es ist wichtig, wenn er sich nähert, dann ist er ja mehr in seinem Gefühl. Er muss nicht mehr die Maske aufrechterhalten, ja, bei mir ist alles gut, sondern er zeigt auch immer mehr, wie er wirklich ist. Das kann für dich, liebe Loslasserin, natürlich auf einmal ganz völlig überraschend sein, weil du merkst, ups, da tut sich was. Er redet mehr. Er zeigt mehr seine Verletzlichkeit. Zum Beispiel, früher hat er immer abgetan, mir geht es immer gut, und hat letztendlich, wenn er Schmerzen hatte oder ein Problem hatte, das gar nicht so mitgeteilt. Oder das ist jetzt ein Beispiel. Ich meine, bei mir war es ein bisschen anders. Der Karl hat mir letztendlich alles mitgeteilt. Wenn es ihm halt schlecht ging, der hat mir alles, mir den ganzen Sack hinterlassen und ist ja dann wieder gegangen. Er hat mich ja ausgesaugt. Und ist dann, ja, wieder seines Weges gegangen. Aber ihr spürt, da war es ja natürlich für mich zu lernen, meine Grenzen zu zeigen und mich eben nicht mehr aussaugen zu lassen. Ihn im Mittelpunkt des Lebens zu stellen. Und glaub mir, wenn sich die Beziehung festigt, er seine Masken immer mehr fallen lässt, wirst du auch erkennen, dass du für dich auch einen Mittelweg finden musst. Egal, ob er jetzt einer war, der da immer den ganzen, sag ich mal, Schrott aufgeladen hat und ist wieder gegangen, oder sei es, dass er immer im Außen war und immer gemacht hat, wie wenn die Welt rosarot wäre und er jetzt anfängt, sein wahres Gesicht zu zeigen, eben die Maske fallen zu lassen. Da ist es wichtig, dass du gerade dann für dich spürst, wo ist dein Mittelweg oder was ist wichtig, dass du nicht mehr in dieses Alte rutschst. Du musst praktisch im liebevoll deine Grenzen zeigen. Da ist es egal, ob er über seine Schwachpunkte redet, wenn er es vorher nie gemacht hat. Auch da ist es wichtig, ihm seine Grenzen zu zeigen. Aber das wirst du spüren, wo dann die Grenzen sind. Oder auch, wenn er sich immer bei dir, ja, auch wenn er sich immer mehr zeigt, wenn die Beziehung sich festigt und er die Masken fallen lässt, ist es ja auch wichtig, dass du jetzt nicht auf einmal, weil du dich ja freust, dass sich was tut, dass du trotzdem, dass du jetzt im Mittelpunkt für dich bleibst. Du bist die Nummer eins jetzt. Und da ist es wichtig, die Balance zu finden, wenn sich die Beziehung festigt. Wo ist die Balance? Bis wohin gehst du auf ihn ein und bis wohin musst du aber auch die Grenze zeigen? Das ist ganz wichtig, weil sonst kann es wieder genau in diese On-Off-Phasen kommen, dass er merkt, sie war ja soweit, aber dann, je nachdem, wie du dich dann entwickelst, das ist so schleichend, kann das auch wieder ins Alte rutschen. Und er muss wieder gehen. Deswegen ist es wichtig, wenn du den Prozess geschafft hast und dich schon als Mittelpunkt siehst, du spürst und er kommt und es festigt sich, er kann endlich die Masken fallen lassen, weil er das einfach spürt und du willst jetzt für ihn da sein, gerade wenn es ihm nicht gut geht, ist es ganz wichtig, deinen Mittelpunkt zu finden. Sonst kann es, wie gesagt, wieder ins Gegenteil rutschen. Dir geht es immer schlechter
Und er merkt, er kann wieder alles mit ihr machen. Das ist aber nicht böse gemeint. Das ist nicht böse gemeint, sondern das ist ja so schleichend. Das ist ja nicht so, dass er bewusst sagt, so, jetzt gucke ich mal, wo sie ist. Ach, jetzt kann ich ja bleiben. Sondern das ist ja ein Gefühl. Und da kann sich, wie gesagt, wieder was einschleichen. Und deswegen achtet auf euch, dass ihr euren Mittelweg beibehält, dass ihr die Nummer 1 seid, aber natürlich nicht so, dass ihr nicht so im Mittelpunkt seid, dass ihr merkt, ich komme jetzt als erstes dran und irgendwann kommst mal du dran, ach, der geht es gerade nicht gut, sorry, das und das ist gerade, sondern da ist es ganz wichtig, die Balance zu finden, wie geht ihr damit um, ja, dass es nicht wieder kippt und vor allen Dingen, dass ihr nicht auf einmal zum Gefühlslehrer werdet, ja, also meine Lieben, wenn er kommt, wenn er bleibt und die Beziehung festigt sich immer mehr, es geht Richtung Beziehung, es ist zwar noch nicht ausgesprochen, dass ihr sagt, ihr wollt euch wieder, aber ihr spürt, ihr trefft euch, es tut sich was, er lässt die Masken fallen, er zeigt sich immer mehr. Es ist so wichtig, dass du darauf achtest, wo die Balance findest, wie du damit umgehst, damit sich die Beziehung richtig festigen kann. Und ja, für alle, die jetzt gern wissen wollen, wie das bei mir und beim Karl war, welche Herausforderungen wir hatten, wie ich gemerkt habe, oh, da muss ich gucken, da werde ich euch, alle, die in Mitgliedschaft sind, da könnt ihr das Video weiter anschauen, da werde ich mit dem Karl berichten, ja, was da so unsere Herausforderungen waren. Und wie es für ihn war, wie er mich erlebt hat und wie wichtig das wirklich war, diese Herausforderung gut gemeistert zu haben. Genau. Wenn ihr gern möchtet, guckt gern, könnt ihr gleich Mitglied, alle ihr lieben Mitglieder, könnt ihr gleich das Video mit mir und mit Karl sehen, wie es weitergeht, beziehungsweise wie unsere Herausforderungen waren. Und wir werden euch ein super Beispiel geben, anhand von dem ihr selber spürt, um was es wirklich genau da geht. Ja, Karl wird berichten, ich werde berichten. Also, ich habe euch lieb. Für alle, die jetzt nicht in die Mitgliedschaft umwechseln und das Video weiterschauen, ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen, restlichen Abend und bis zum nächsten Mal. Eure Sabine Michel. Und denkt dran, ich werde jetzt noch die nächsten Tage ein Video verlinken über meinen Lebensweg, wie ich am Anfang berichtet habe, dass ich diesen Vorspann in den ganzen Videos nicht mehr mache. Die Leute, die sowieso in meiner Mitgliedschaft sind, da brauche ich den Vorspann nicht, weil die sind ja, die kennen ja dann ja, meine Videos und den Vorspann. Da werde ich den Vorspann natürlich überhaupt nicht mehr erwähnen, sondern direkt im Anschluss werde ich jetzt mit Karl weiter berichten. Ja, was unsere Herausforderungen waren und auch was einfach wichtig ist, ja, dass es nicht wieder kippt. Okay, hab euch lieb, eure Sabine Michel.